Ja, hallo, ihr Lieben. Ich möchte einige Fragen, die mir heute gestellt worden sind, und auch eine Bitte von einer Kundin und aus meinem Bekanntenkreis, aus meiner Community kommen ab und zu Fragen. Und ich möchte diese hier beantworten. Und es geht im Wesentlichen darum, überhaupt gerade jetzt in dieser Zeitenwende, es ist ja letztendlich die Wende, ist ja in unserem Bewusstsein, das ist ja nicht etwas, was außen geschieht, wo es darum geht, dass wir sozusagen, das war heute auch in einem meiner Beiträge, wo ich darüber geschrieben habe, es hat dann mal die liebe Sabine Wolf so wunderbar gesagt, die Absolution, die kannst du dir nur selbst erteilen. Und wenn das erfasst wird, was das wirklich bedeutet, die Absolution, das hat sehr viel damit zu tun, mit der Selbstermächtigung, dass wir unser immer schon göttliches Erbe, ja, dass wir absolut Gott erschaffen sind und was das wirklich bedeutet, dass alles letztendlich, was Gott selbst ist und hat, dass wir das sind, dass wir Gott als Gottes Ebenbilder, als Gottes Ausdehnungen, absolut gottgleiche Wesen sind. Und was das wirklich im Detail bedeutet, in erster Linie bedeutet es das vollkommene Leben, Gott. Oder diese eine ewige Energie, diese ungeteilte, ungetrennte, formlose Energie, dieses vollkommene Leben ist innen, ist absolut innen. Und das ist es, was wir sind. Und diese Tatsache, die muss durchdrungen werden. Und dazu gehört auch, dass wir, ich glaube, das ist das, was uns allen am allerschwersten fällt. Das nennt Neville Goddard, möchte ich gleich nochmal darauf hinweisen, kann ich nur empfehlen, Neville Goddard, die komplette Sammlung. Er hat nämlich dieses gesamte Prinzip und wie Leben funktioniert und wie Schöpfung funktioniert, ja. Er hat das tatsächlich voll und ganz durchdrungen. Und er nennt es das Gesetz der Annahme, dass wir also erst einmal alles nehmen, was gerade ist und ne, annehmen. Aber es geht um diese Annahme unserer Größe, um dieses Nehmen unseres göttlichen Erbes. Und das hat wieder etwas damit zu tun, das möchte ich gerne mal im Vorspann hier vorwegnehmen, bevor ich diese Fragen beantworte, weil darum geht es. Dieses Annehmen, wer und was wir wirklich sind und was das bedeutet, dass wir absolut innen sind und dass die äußere Welt, das ist in Wahrheit überhaupt gar keine äußere Realität, gibt natürlich, erfahren wir hier im Menschenkleid, Körper, ja, erfahren wir uns und erfahren diese unsere Welt so, weil sie ja so materiell erscheint, ja, als sei das einfach unsere Realität. Aber es gibt nur eine Realität, ihr Lieben, und die ist innen. Das ist unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist allgegenwärtig, ist immer jetzt, ist grenzenlos und unendlich, ein unendlicher Bewusstseinsraum, ein unendliches Quantenfeld. Und wir sind das in unserer Wirklichkeit. Und alles, absolut alles, was wir hier in dieser Materie, in dieser äußeren Welt erfahren, ist nichts weiter als eine Spiegelung unserer Bewusstseinsinhalte als Reflexionen vergangener und jetziger Seinszustände. Und wenn wir jetzt weiter versuchen, auf der Ebene der Erscheinungen Lösungen zu finden, kann das vorübergehend sicherlich Abhilfe schaffen, aber es kann nicht wirklich Heilung und Erlösung bringen, weil wir müssen die Ebene, auf der ein Problem erscheint, ja, müssen wir verlassen und müssen auf die Ursachenebene zurückgehen. Und die ist innen.
Was ist innen? Innen ist Bewusstsein, es ist unsere Wahrnehmung, das, was wir für wahr halten oder für wahr annehmen. Und was nimmst du für wahr an? Als was siehst du dich selbst? Und in Verbindung mit der äußeren Realität, was ist für dich wahr? Ist Mangel, Schuld, Begrenzung, Trennung, ist das alles für dich wahr? Dann erfährst du das. Und solange wir glauben, wir noch in diesem Dualitätsspiel gefangen sind, was, ich möchte es anders formulieren, der Ausweg ist der, dieses Spiel zu durchschauen. Wir haben dieses Spiel der Dualität, so war es auch gemeint, gespielt, bis zu dem Punkt, da wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und wenn einmal auch nur die Ahnung da ist, kannst du nicht mehr aufhören. Dann bleibst du, du bleibst, bis du noch tiefer durchdringst, noch tiefer die Wahrheit durchdringst und noch tiefer. Weil wir waren nie getrennt, wir konnten Trennung nie wirklich machen. Und was wir eben im Glauben getrennt von unserer eigenen Vollständigkeit, von unserer Ganzheit, von unserer Vollkommenheit zu sein, produziert haben durch unseren Ego-Mind, ja, das ist das, was unsere Welt spiegelt. Und indem jeder, der von uns zurückkehrt nach Hause und diesen Shift, diesen gigantischen Shift, es ist ein unfassbarer Bewusstseinsakt, ja, es ist dieser Dimensionswechsel, dieser Paradigmenwechsel, dieser Shift, der findet im Bewusstsein statt. Das ist tatsächlich absolut von außen weg nach innen. Da bewegen wir uns im Außen. Ich war auch gerade einkaufen und habe einige Dinge erledigt, aber ich bleibe innen. Und diese Entscheidung muss getroffen werden. So, und dann nimmst du auch alles, was im Außen erscheint. Du gehst damit um, wie als wenn du in den Spiegel guckst. Du guckst auch in den Spiegel rein und du siehst dich, aber du weißt, du bist nicht im Spiegel. Und so ähnlich könnte man das sagen. Du siehst die Erscheinungswelt, du siehst diese Lebensumstände, dein Bankkonto, irgendwelche Beziehungen, irgendwelche Umstände, die dich vielleicht, die dir zu schaffen machen oder bisher jedenfalls. Aber du weißt, du bist innen. Und du kannst das nur aus deinem Bewusstsein heraus ändern, indem du deine Wahrnehmung über dich selbst heilst. Und das, was du in Wahrheit bist, das ist absolute Vollkommenheit, höchste Vollendung und höchste Erfüllung. So. Ja, ihr Lieben. Also, genau. Und die eine Frage war, dass ich einmal ein Beispiel nennen soll oder ob mir ein Beispiel einfällt, ganz praktisch, wie ich, indem ich die Verantwortung absolut zu mir zurückgenommen habe, auch körperlich zum Beispiel, ich gehe jetzt mal zum Thema Heilung, ja, weil darum ging es auch, mich von allen Krankheiten, also in dem Sinn gibt es für mich nämlich gar keine Krankheit, es gibt nur eine Disharmonie im Bewusstsein. Und da möchte ich ein Beispiel erzählen, wie ich mich geheilt habe von wirklich, ich hatte es auch schon mal erwähnt, von ganz und gar krassen Energien. Ich muss das jetzt mal ein bisschen improvisiert hier, ist ein bisschen milchig die Beleuchtung, aber es ist egal, es kommt auf den Inhalt an, ne? Ich denke, es war so 32 Jahre und ich war geplagt jahrelang von einer unglaublich krassen Allergie. Also so krass, dass ich tatsächlich, ich hatte damals ein Reisegewerbe mit Hüten, ich bin durch die Lande gefahren und habe meinen Stand aufgebaut und Hüte, Accessoires verkauft für Kinder und Frauen und überwiegend. Und ich hatte so starke Allergien, mein Gesicht war so geschwollen, also nicht nur die Augen, das war nicht nur so ein bisschen, dass man sagt, naja, gehst du durch. Nein, es war so krass, ich konnte nicht mehr rausgehen. Mein Gesicht war so entstellt,
Die Wangen, überall war das gequollen. Und wenn ich nur ein bisschen, weil es so gejuckt hat, so gemacht hat, dann hatte ich hier solche, also es war ganz schlimm. Und in der größten Not, weil das war ein Frühling und die Ärzte sagten natürlich Blütenpollen. Und das ist ja auch der äußere Auslöser, ne? Und es war so, als das dann gar nicht mehr, als das Fass überlief, ich bin dann nochmal zum Schularzt gegangen. Ich sage das jetzt mal so, mein Hausarzt. Und der hat noch, was hat der gemacht? Hat mir einfach eine Spritze gegeben. Und ich habe einfach den seine so tiefe Hilflosigkeit gesehen, weil der gemerkt hat, wie krass das ist. Und er wusste, dass diese Spritze nicht hilft. Also bei mir ist die überhaupt gar nicht angeschlagen, ne? Und da ist bei mir ein Schalter umgeklickt, wo ich so tief in der Not war. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Das war meine Arbeit damals, war selbstständig. Dass ich gesagt habe, meine Güte, alles muss man selber machen oder so ungefähr. Also es war eine Umstellung von dem Schalter, wo ich wusste, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Ich habe in dem Augenblick war etwas, wo ich die vollkommene Verantwortung für meinen Zustand zu mir genommen habe. Und was soll ich euch sagen? Genau in dieser Zeitqualität kam eine Freundin, die damals in Hamburg wohnte, die hat denselben Beruf gehabt. Und die hat gesagt, Christina, geh mal mit zur Oji. Das war eine Heilerin, eine alte kleine Dame. Die hat sich von Extremsten, und deshalb kann ich oft darüber reden, weil ich habe es live erlebt, sie hatte Krebs im Endstadium und zwar solche Metastasen, wirklich von der Gebärmutter bis zur Brust, wo die Ärzte, weil sie eh schon eine alte Dame war, gesagt haben, leb noch die paar Monate, ne? Mach alles, was du willst, lass es dir gut gehen. Oder wollten eben an ihr rumschnippeln. Und da hat sie eben auch erzählt, wie sie sich geheilt hat. Das war mit der Rücknahme der kompletten Verantwortung, die Disharmonien im Inneren lösen, alles loslassen, was mich krank gemacht hat. Und in meinem Fall hat sie erkannt, indem sie mir ein kleines bisschen Blut von dem Finger genommen hat, sagte sie zu mir selber, was siehst du? Und ich habe gesagt, ich sehe lauter Klümpchen im Blut. Und da hat sie zu mir gesagt, du weißt ganz genau, wogegen du allergisch bist, was du nicht mehr willst. Und das war damals tatsächlich das Fleischessen, weil ich war so mit Christus, ich war so auf meinem inneren Weg damals schon. Habe mich so beschäftigt mit dem Urchristentum und dass die auch Veganer und Vegetarier waren und mit der Urbotschaft in der Bibel. Ja, nehmet euch alle Pflanzen, alle samentragende Bäume und so. Also da war auch davon die Rede, dass wir nicht töten sollen. Ja, weder Mensch noch Tier. Und ich wollte es nicht mehr, aber ich konnte es noch nicht loslassen. Ich war so aufgewachsen, ne? Aber dieser innere Konflikt war dieser Auslöser der Allergie. Kurz und gut, ich habe also den Arzt losgelassen. Ich habe die Verantwortung zu mir über. Ja, ihr Lieben, ich nehme das Video jetzt so auf, also nicht live. Ich musste jetzt mal ganz kurz, ich saß so unbequem, weil das so spontan war. Jetzt geht es besser. Genau. Und was soll ich euch sagen? Nach einer Woche bereits war die ganze Geschwulst im Gesicht weg. Ich habe also alles tierische Eiweiß weggelassen: Milch, Käse, Fleisch, Wurst. Und nach ungefähr einem Monat hatte ich nur noch ein leises Jucken in den Augen und hier, aber mein Gesicht war normal, ich war wie neu geboren, ich war wie neu geboren, mein ganzer Körper ist damals, hat sich wirklich entgiftet, ja. Und es ist einfach nur ein Beispiel, wie es bei mir war, wo ich sozusagen, dadurch, dass ich die Verantwortung nach innen, absolut innen, 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 zu mir zurückgenommen habe und innen der Wandel stattfand, konnte mein Körper heilen. Seitdem hatte ich nie wieder eine Allergie. Und durch diese Erfahrung habe ich gemacht, wie macht, habe ich gemerkt, wie machtvoll wir sind.
und dass die Ursache für jedweden Umstand in unserem äußeren Leben, und unser Körper ist ja auch außen, ne? Also in unserer Materie, die Ursache im Bewusstsein liegt. Das war ein Punkt der Heilung. Wie gesagt, seitdem bin ich heil. Seitdem bin ich überhaupt heil, weil ab diesem Augenblick ich mit Forschen begonnen habe. Es kam damals Kurs in Wundern, es kam Quantenphysik, es kam, ich habe unglaublich viel, ich habe die Physiker gelesen, die Grenzwissenschaftler, gechannelte Botschaften, ganz viel Jesus durch Botschaften. Und ich habe natürlich, der größte Lehrer ist immer das Leben selbst. Ich habe geforscht, ich habe hinterfragt. Und seitdem begann ich immer mehr von innen über meine Bewusstheit, und Bewusstheit ist Licht, Bewusstheit ist Klarheit, begann ich immer mehr meine Daseinsfelder zu heilen, meine Umstände zu heilen, meinen Körper zu durchlichten. Und der schwang auch da, also schwang immer höher und immer klarer und immer reiner. Ich meine, das ist schon Jahrzehnte her jetzt, ne? Und wenn dann wieder eine, das heißt nicht, dass ich heute nicht mal Zipperlein habe, ne? Kommt immer mal wieder. Letztes Jahr hat es mich total erwischt, ne? Weil der Körper sich nochmal erneuert, immer wieder. Also immer wieder auf einer höheren Bewusstseinsebene ging wieder dieses Reinigen los. Und das hat nicht mehr aufgehört. Und so schwingst du dich immer höher. Und darum geht's. Schwing dich auf, liebe Seele. Weil darum geht's. Weil wie du schwingst, das strahlst du aus. Und genau damit trittst du im Außen in Resonanz mit anderen. Und das ziehst du wieder in dein Leben. Und das wird dir im Außen gespiegelt. So, ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen. Das war, da war ich ungefähr 35 Jahre. Und damals gab es den Jürgen Höller. Und der hat einen Motivationstag gemacht. Und darum ging es, sprenge deine Grenzen und jenseits der Grenzen, so hieß dann das anschließende Seminar. Und wie ich dahin gekommen bin, ist jetzt ganz egal. Ich hatte mich eben damals beschäftigt mit Bewusstseinsthemen und so wurde ich damals magisch angezogen, um an diesem Tag dort dabei zu sein. Ich wohnte damals noch in Köln. Und ich war an diesem Tag und am Schluss dieses Power Days, Power Day hieß der Tag, war ein, nicht Feuerlaufen, sondern ein Laufen über aufgeschlagene Scherben. Ein 3-Meter-Teppich, oder war länger, aber 3 Meter war auf jeden Fall. Frisch vor deinen Augen immer wieder neu aufgeschlagene Scherben. Scherben. Und es ging an diesem ganzen Tag darum, die Macht des Geistes. Die Macht unseres Geistes steht über der Materie. Und das, was ich glaube, geschieht. Und wenn ich glaube, dass die Scherben rund und kuschelig und weich und wohlig und schmiegsam und schmeichelnd und all dieses sind, und ich das die ganze Zeit, weil es geht ja so in unserem alltäglichen Leben, entweder wir glauben etwas und dann tragen wir das ja Tag für Tag mit uns rum, aber hier hatten wir ja praktisch nur eine Stunde. Und wir haben diesen Glauben so in uns verankert, dass die Scherben rund und kuschelig und weich und wohlig sind und einfach nur wie Wellness. So. Und wir liefen, also wir waren, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, aber vor mir waren schon alle dran. Und die dann durch diesen Scherbenteppich gelaufen sind, ja so spitze nach oben, die Scherben. Und wir sind von einem Stuhl da reingesprungen und dann da durchgelaufen und auch nicht gerannt, gelaufen. Und ich sah wirklich alle da durchlaufen und die hatten noch nicht mal einen Kratzer. Und weißt du, was das für für Todesängste in dir hochholt? Ich meine ganze je empfundene Angst war da, ich war kalt, ich war nass, ich war am Sterben. Ich hing die ganze Zeit an der Türklinke und ich dachte, ich kann jeden Augenblick gehen. Der Tag war ja eh vorbei, ne? Es war meine Wahl. Aber ich habe gespürt, das hatte sich so angestaut. Diese Energie war jetzt aufgebaut und ich habe irgendwo gespürt, ich muss das machen, ich muss das machen. Und dann bin ich wie eine Säule starr
bin ich zu diesem Jürgen Höller gelaufen, als, glaube ich, Vorletzte. Und er immer noch: Bist du bereit? Es war immer meine Wahl. Absolut volle Verantwortung, Eigenverantwortung. Ich habe gesagt, ich will. Und ich stand auf den Stuhl, habe seine Hand genommen und bin, vor meinen Augen haben die extra noch mal ein paar Flaschen zerdeppert, dass die Scherben auch wirklich nicht liegen, sondern stehen, zum Teil. Und ich habe noch einmal innegehalten, war ganz bei mir. In so einem Moment bist du dermaßen präsent. Du bist so im Jetzt, da ist nichts sonst als alles andere ausgeblendet. Und ich bin gesprungen und ich bin die 3 Meter da durchgelaufen. Und was soll ich sagen? Ich hatte nicht einen Kratzer. Es war nur wie drücken. Die ganze Zeit, wo ich da drüber, ich erinnere mich noch, wie ich da drüber gelaufen bin, war, als ob ein Film zwischen meinen Füßen und diesen Scherben ist. Und es war wie ein Druck, wie ein Druck. Aber die Scherben erreichten meine Füße nicht. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Ich habe das erlebt. Ich habe nicht nur zugeschaut. Und da habe ich erlebt, was die Macht unseres Geistes, dass die absolut die Macht ist. Unser Geist ist die Macht. Und das, was ich glaube, ist die Macht. Wäre jetzt nur ein Zweifel gewesen, ne? Die Menschen, die Zweifel hatten, haben das nicht gemacht. Ja, das war noch ein Beispiel, was ich nennen wollte. Und dann war noch eine Frage. Übrigens, zwischendrin nochmal eine kleine praktische Übung. Wenn du zwischendrin dich einfach mal zentrieren willst in irgendeiner Situation, ne, mach dir einfach gewahr, dass du auf deiner senkrechten Achse, auf deiner kosmisch-planetarischen Achse, auf deiner vertikalen verankert bist und dass diese horizontale Ebene, diese horizontale Zeitschiene, dass die komplett illusorisch ist und die kannst du wirklich ablegen wie eine alte verschlissene Jacke. Ja, das war eine Erfahrungsebene, aber wir sind die ganze Zeit dieser einströmende Geist, der letztendlich in unserem Herzen im Jetzt hier unsere Anwesenheit ist. Und deshalb gibt es nur dieses Jetzt, wir sind immer jetzt. Es ging um die Frage, es ging um Angst, um Enge. Angst ist Enge, Angusta heißt Enge. Und letztendlich haben wir keine Angst. In Wahrheit haben wir keine Angst, weil wir Liebe sind, weil wir aus Gott sind, weil wir unendliche Liebe sind und Liebe ist unendliche Weite. Angehalten. Moment. Oh, jetzt hat es gerade mir gezeigt, wahrscheinlich ist der Akku gleich leer. Ich möchte das nur sagen, also Angst, das ist irgendwie ein wichtiges Thema. Viele von uns haben ganz viel Angst, das wird ja auch geschürt. Und Angst ist nichts weiter, das erzählte ich auch einer lieben Freundin, Bekannten, dass die Ängste, also im Jetzt ist keine Angst da. Aber die Ängste, die hochkommen in unserem System, die uns manchmal zum Erstarren bringen können, ja, es kommt darauf an, welchem Bewusstsein wir sind, die kommen aus vergangenen Erfahrungen, weil wir durch eine äußere, krasse Situation, krasse Umstände, die wir uns gebaut haben, wo der Verstand nicht mehr nach vorn, nicht mehr zurück, nicht mehr rechts, nicht mehr links weiß, ja, also kein Ausweg mehr weiß, gar nichts mehr sieht, also wirklich sich zugebaut hat. Das soll ja alles so sein, ne? Damit wir die Tür aufmachen ins grenzenlose Bewusstsein zur Liebe. Und diese Angst, wie gesagt, kommt aus Erfahrung, aber im Jetzt ist keine Angst da, weil jetzt Liebe ist, weil jetzt du die grenzenlose unendliche Weite bist als das Leben selbst, als das eine göttliche Selbst. So, und Angst, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Angst ist nichts anderes als eine irrtümliche Annahme. Als eine irrtümliche Annahme. Und da fragte mich die Freundin: Kannst du da mal ein praktisches Beispiel nennen, wenn doch aber jetzt die Angst da ist, weil ich überhaupt nicht weiß mit den Schulden, lalalala, ne, kennen wir alle, kann ich Bücher drüber schreiben, ging Jahrzehnte bei mir so. Und
Da kommt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Die Lösung ist nicht auf der Ebene, auf der das Problem erscheint. Wir müssen die Ebene wechseln, wir müssen die Perspektive wechseln. Und einzig unsere göttliche Identifikation, also unsere göttliche, aus der göttlichen Perspektive, aus unserem göttlichen Selbst heraus, ist es möglich. Krasse, wirklich krasse Umstände vollkommen aufzulösen, vollkommen zu heilen, vollkommen zu erlösen, vollkommen zu befreien. Wir können im Außen versuchen, solange wir noch nicht in dieser Bewusstheit sind, kratzen wir im Außen rum, finden wir da, stopfen wir da Löcher, und dann geht das jahrelang so weiter. Warum? Weil wir das Innen nicht gelöst haben, weil es innen nicht aufgelöst ist. Was ist also irrtümliche Ansicht? Wenn da draußen in meinem Leben ganz viel Mangel, Schulden und so weiter erscheint, die irrtümliche Ansicht aus der göttlichen Perspektive, es kann ein Mensch nicht sehen, es kann nur das Göttliche sehen, die Seele. Die irrtümliche Ansicht ist in erster Linie der Glaube, getrennt zu sein von der Fülle, die du bist, von der Vollkommenheit, von der Vollständigkeit, von der Unschuld, von der Schuldlosigkeit, von der Reinheit, von der Schönheit, von der Klarheit, von der Ganzheit, von der Vollkommenheit, die du bist. Trennung hat in Wahrheit nicht stattgefunden. Solange wir das nicht erkennen, ich muss ein bisschen leise sprechen, solange wir das nicht erkennen, wird uns das nicht ganz gelingen. Also kurz der Ausweg. Wir müssen, und in dem Fall sage ich, wir müssen, aussteigen aus der menschlichen Perspektive des kleinen Mangel-Ichs. Innerhalb des Mangel-Ichs kannst du nicht erkennen. Du musst diesen Shift in dir selbst bewerkstelligen, wer du wirklich bist, dass du jetzt und immer schon Gottes Schöpfung bist, und als Gottes Schöpfung fehlt dir gar nichts. Fehlte dir vor 20 Jahren nichts, vor 100 Jahren nichts, vor 1000, fehlte dir vor 10 Jahren nichts, fehlte dir gestern nichts, es fehlte dir nie was. Diese Schulden, dieser ganze Mangel im Außen konnte nur entstehen, weil du glaubst, es fehlt dir etwas. Weil im Außen, ja, die Mangelsichtweise oder Perspektive, die menschliche Perspektive, hat Mangel produziert, das hat sich im Außen gespiegelt und nun ist das im Außen so eng geworden, dass es mich gar nicht mehr mich bewegen lässt, ja. Und jetzt sehe ich das und dann nehme ich an, es fehlt etwas und ich muss das, da fehlt was und das macht mich total eng. Und das holt natürlich die Urangst hoch, ja. Alle Urängste, alle Ängste hoch. Habe ich alles durchlebt. Deshalb weiß ich heute, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Und aus der Sichtweise, das ist immer noch da. Das im Außen ist immer noch, wie es ist. Das zeigt noch genau dasselbe. Dein Kontostand ist noch derselbe. Der Schuldenberg ist noch derselbe. Vielleicht, ich sage einfach mal das Beispiel, weil das sehr häufig ist und weil es bei mir auch so war. Du musst die Identifikation damit loslassen. Du musst, ich sage, in dem, wenn du Befreiung willst, wenn du absolute, radikale Befreiung, radikale, absolute Erlösung willst, musst du die Identifikation mit deinem kleinen menschlichen Ich, also sprich mit der Mensch, mit dem Menschsein loslassen. Du nimmst dein Mensch, du liebst ihn, aber du musst die Identifikation damit lösen. Nur so geht's. Die einzige Identität, die immer war, jetzt ist und ewig sein wird, ist deine göttliche Identität, ist das vollkommene Leben, das du bist, in dem niemals, weil Trennung ja gar nicht existiert, das ist ja nur in unserer Einbildung. Aber es hat sich so in uns zementiert, ja, weil wir ja so groß geworden sind und unsere Eltern davor und deren Eltern davor und deren Eltern davor und bla bla bla, unsere ganzen Ahnen. Und wenn du jetzt, das gilt genau für das Thema Heilung, wenn du jetzt in das Thema, in diese Position gehst, in diese göttliche Perspektive und sagst, ich bin das ewig, ich bin das vollkommene Leben, ich bin absolut
vollkommen, immer schon. Ich bin Gott erschaffen. Mir fehlt gar nichts. Ich bin rein und klar. Ich bin schuldlos, schuldenfrei. Das, was ich bin, kann keine Schulden haben. Ich bin angstfrei. Ich bin Fülle, ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin das. Ich bin. Wenn du nicht getrennt bist von deiner Ganzheit, von deiner Vollständigkeit und Vollkommenheit und von allem, was du sein und haben möchtest und erleben möchtest, und du immer schon dieses Runde, diese Gesamtheit des Lebens bist, und Trennung nur eine Täuschung ist, eine gut gelungene Täuschung, dann kann dir jetzt nichts fehlen. Und aus dieser Position, das schaust du, indem du dich nur noch mit deiner Göttlichkeit identifizierst, mit der Fülle, mit der Allanwesenheit von unendlicher Fülle, Erfülltheit, Vollkommenheit, Vollständigkeit, Schönheit, Reichtum, Überfluss. Schau die Natur, alles ist Überfluss, alles ist Fülle. Und du bist nicht getrennt davon. Auch das Geld auf dieser Erde ist unfassbarer Reichtum. Du bist nicht getrennt davon. Von den Blumen, von den Bäumen, von den Bergen, den Seen, all den anderen Menschen und Tieren. Du bist das. Das eine Leben, das vollkommene Leben. Und aus dieser Position heraus schaust du dann auf deine Lebensumstände. Und dann identifizierst du dich nur noch mit innen. Das ist das, was wir am Anfang hatten. Und schaust von innen, wo die Ganzheit ist und die Vollkommenheit, schaust du nach außen. Und dann durchlichtet die Klarheit deines Bewusstseins alle Ebenen deines Lebens, deinen Körper, deine Körper, auch die Energiekörper, deine Lebensumstände, deine Beziehungen, deine Finanzen, deine berufliche Situation, alles. Du sitzt die Pyramide, du sitzt ganz oben, du bist das Ich Bin. Und wenn du da zentriert und verankert bist, in deiner göttlichen Identität und Anwesenheit, durchlichte das Licht und die Klarheit deiner Bewusstheit sämtliche deiner Daseinsfelder und Körperfelder und Bewusstseinsfelder und Energiefelder. Und so geschieht absolute Heilung, absolute Erlösung und absolute Befreiung. Ja, das wollte ich hier mitgeben. Wenn du Fragen hast dazu, ich bin da. Ich bin dafür da, diese Klarheit reinzubringen in das Feld hier, wo so viel Irrtümer da rumschwirren. Und es kann nur diese Klarheit des erwachten Bewusstseins, diese und erleuchtet sein, was heißt das? Ne? Weil das wache Bewusstsein ist Klarheit. Und das durchlichtet auf ganz natürliche Weise, ganzen Felder, klack, 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 und sackert immer tiefer in unsere Zellen und in unseren Körper, auch in unseren physischen Leib hier, und verankert sich hier, sodass wir hier wie ein Fels in der Brandung und wie eine alte Eiche dastehen. Und da kann es uns den Wind, den Sturm um die Ohren hauen. Wir sind in unserer senkrechten Achse. Es ist wie so ein Schreien, ja. Und da drin sind wir, weil wir gewahr sind, dass die horizontale Zeitlinie von Vergangenheit und Zukunft eine Illusion ist. Es gibt nur das Jetzt und du bist im Jetzt und du bist hier vollkommen. Und du bist absolut in Gott, absolut in Gott. Du bist Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist Herr und Meister und es gibt keinen anderen Herr und Meister. Und wie sagte Jesus, du sollst keinen Gott neben mir haben. Genau das meint das. Oder du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Ego oder du dienst dem Selbst. Und es gibt nur ein Selbst. Das eine Selbst, das Leben, das vollkommene Leben, Gott. Die eine Energie, wie auch immer du das Unendliche nennst, das Unteilbare, eine. Immer anwesend. Das ist die Anwesenheit in dir. Und wenn du einfach nur mal in deiner senkrechten Achse bist und du willst mal innehalten und du sagst einfach, ich bin. Ich bin.
Ich bin alles. Ich bin, das ich bin. Und damit sagst du, ich bin Gott. Ich bin das Leben, das eine ohne Zweites, ohne Gegenteil. Das ist die Wahrheit. Und von dieser Perspektive auf, hier oben, die Pyramide und oben, da bist du, da ist das Ich Bin. Und da gilt es, sich zu verankern. Und wenn du Hilfe und Begleitung wünschst, ich bin da. Ich habe mehrere Möglichkeiten der Begleitung. Es gibt viele Möglichkeiten. Sprich mich einfach an. Und in dem Sinn vertraue ich darauf, dir einfach vielleicht ein bisschen, dass ein bisschen mehr Licht reingekommen ist von etwas, was du ohnehin schon weißt. Denn du weißt ja alles. Das ist es ja. Das ist ja alles in uns schon da. Wir sind ja Gott, göttlich. Aber vieles ist eben noch verschüttet. Und manchmal, wenn wir unseres wahrhaftigen Selbst gewahr werden, dann ist das manchmal noch, weil die äußere Welt ja so, die Versuchung, die ist ja ganz krass gerade in der Zeit jetzt. Ja, jetzt wurde das Video leider unterbrochen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Weil die Versuchung natürlich krass ist, ja, gerade wenn wir an der Schwelle sind. Ich habe mein Video gemacht über Schwellenerfahrung. Und das ist ja, du vollziehst ja tatsächlich einen Dimensionswechsel. Und ich weiß, dass viele von euch, die hier lauschen, diesen bereits vollzogen haben. Ja, aber wo das Außen, also wo das Außen ist ja ein krasser Spiegel, ne? Das reflektiert ja, wo noch was ganz tief Verborgenes bei uns irgendwo am Wirken ist, was vielleicht irgendwo noch nicht erkannt wurde, wo noch ein Trennungsgedanke ist. Und hier bei diesem Shift in deine wahre Identität, in deine göttlich, also ins wirklich ins immer schon befreite, heile Sein, es ist die Erkenntnis, dass Trennung überhaupt nie existiert hat. Und sie ist auch jetzt nicht da. Wir trennen uns nur künstlich mit unserem Ego-Mind ab. Aber es ist nicht, das bist du nicht und das ist jetzt nicht. Und wenn du an dieser Schwelle bist, entschuldigt, wenn ich nochmal wackle, es rutscht hier alles, irgendwo ist ein bisschen improvisiert. Und wenn du an dieser Schwelle bist, da du wirklich dich rausgezogen hast bereits, also du bist bereits ausgestiegen, du schaust dieses ganze Matrix-Spiel, ja, und bist bereits in dir verankert. Und jetzt geht es wirklich darum, zu bleiben und immer wieder ins Jetzt zu springen, immer wieder in diesen Augenblick, wenn irgendwas ist, wo du merkst, ich habe ein bisschen Irritation, immer wieder in dieses Jetzt. Also das ist im Grunde, wie soll ich es sagen, es ist ein stetiges Training, ein stetiges Training, im Jetzt zu bleiben. Du holst dich immer wieder ins Jetzt, immer wieder ins Jetzt. Und im Jetzt bist du absolut reiner, non-dualer Geist. Hier ist keine Trennung, hier ist keine Schuld, hier ist kein Mangel. Hier ist keine Angst, hier ist Liebe, Ganzheit, göttliche Ordnung, die du bist. Und hier ist vor allem unvorstellbare Fülle da. Und wenn jetzt deine Lebensumstände, das ist wirklich auch mein Thema, lange, ich glaube es mir, ich kann davon wirklich Bücher schreiben. Und wenn die Umstände noch zeigen, dass irgendwo noch dass es jetzt darum geht, oder es ist geradezu der Aufruf, komplett in die Fülle deines wahrhaftigen Selbst, dieses einen Gott selbst, ja, reinzuspringen, dann kommt, dann schlägt die Versuchung zu. Das ist vollkommen, das Ego geht nicht. Das, was tausende Jahre lang die regiert hat durch uns und uns transaliert hat und uns festgenagelt hat an Raum und Zeit und Form, das geht nicht einfach so ganz von selber, ne? Und da
braucht es diese Präsenz, immer präsent anwesend sein. Und das geht eben, indem du, was ich vorhin schon nannte, indem du wirklich, egal ob du an der Kasse im Supermarkt stehst, ob du mit jemandem sprichst, ob du dir einen Film anguckst, es ist ganz egal, ob du einen Spaziergang machst, aber immer wieder, dass deine Augen zwar, die sehen alles, aber die sind letztendlich nach innen gerichtet. Du spürst immer den Fluss der Energien. Du fühlst die Anwesenheit in dir. Der Blick ist praktisch nach innen gerichtet, obwohl du voller Achtsamkeit in der Welt wandelst. Und das ist das. Ich bin zwar in, aber nicht von dieser Welt. Und verankert bist du in deiner göttlichen Identität und wandeln tust du in der Dualität. Aber verankert bist du in deiner Einheit. Ja, und nochmal, wenn du dafür Begleitung möchtest, hier unter diesem Video stelle ich meine Angebote, also ich stelle auf jeden Fall mal kurz vor meine Angebote dar, wie du in 1:1 höchstfrequenter VIP-Begleitung, die du bei mir buchen kannst, von der 30-Minuten-Session bis hin zu 5 Wochen, die heilige Reise zu dir, wenn du es wirklich wissen willst. Dieses Angebot heißt, geliebte Seele, erhebe dich, schwing dich auf. Und da geht es dann wirklich, da geht es ums komplette Einrasten in den Reichtum, der du bist, in dein wahrhaftiges Selbst, in dieses unendliche Wesen, dem alle Macht des Himmels und der Erde gegeben ist. Auch die anderen Angebote, ne? Aber da kommt oftmals noch ganz vieles, was da noch beleuchtet werden will. Aber diese 5 Wochen, die heilige Reise zu dir, da geht's, das ist wirklich für die Leute, die wirklich bei sich sind, ja, die angekommen sind, aber wo sie merken, dass da noch ein Zipfel ist, wo die äußere Welt noch was spiegelt, was gemeistert werden will. Ich bin da. Das ist meine Mission. Das ist meine größte Erfüllung und Freude. Und damit kann ich dir Segen sein. Nicht durch mich, Person Christina, sondern durch das Frequenzfeld, durch den Raum, den ich biete. Und der dich anstößt, erhebt, Klarheit durchdringt. Wirklich, meine Energien wirken unfassbar durchdringend. Und es wird alles angestoßen in dir, was noch nicht durchleuchtet ist. Alles. Und in dem Sinn, melde dich einfach bei mir. Ich habe auch meine Telefonnummer drunter geschrieben, meine E-Mail-Anschrift. Also du weißt, wie du mich findest. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Video.